Derby-Sieger, ihr habt Hallberg Moos hergespielt. Warum sieht man so eine Leistung nicht jedes Wochenende von euch? Na, hergespielt will ich nicht sagen. Wir haben einfach diszipliniert und clever verteidigt. Ich denke mal, wir haben auch bis auf in der ersten Halbzeit nicht viel zugelassen. Natürlich unsere Torchancen dementsprechend dann auch genutzt. Bei dem einen oder anderen Ding vielleicht ein bisschen Pech gehabt. Einmal Latte war noch dabei. Ali war auch wieder bärenstark, muss man sagen. Aber insgesamt war es vom Kollektiv her einfach. Wir haben letzte Woche schon eine super Leistung abgeliefert und daran haben wir heute angeknüpft. Und sind mit den drei Punkten natürlich mehr als nur zufrieden, das ist ja klar, gegen Hallberg Moos. Die wollen oben dabei sein, haben auch nicht schlecht gespielt, aber ihnen sind halt die Ideen irgendwann ausgegangen. Warum sieht man nicht jede Woche von euch so eine Kampfleistung? Ja, das hat halt einfach eine Zeit gebraucht, muss man sagen. Viele waren im Urlaub im Sommer und das ist alles nicht optimal gelaufen. Jetzt sind mittlerweile wieder alle da, auch alle fit, alle im Training. Wir können super arbeiten mit den Jungs, die wollen auch wirklich lernen. Die Köpfe sind frei, das hat man heute auch gesehen bei dem Spiel, dass keiner mit den Gedanken irgendwo anders war, außer als auf dem Platz. Und deswegen haben wir auch verdient gewonnen heute. Wie feiert ihr noch den Derby-Sieg heute? Ja, ich denke mal, da wird uns schon was einfallen irgendwo. Ja, das heißt? Erstmal hier und dann schauen wir weiter. So oft habt ihr noch nicht gewonnen, dass ihr sowas überhaupt schon planen könnt, oder? Das stimmt, ja. Wir haben zwar wirklich damit heute gerechnet, dass wir hier was holen. Jetzt ist natürlich ein Dreier geworden, ist noch schöner, aber wir werden schon dementsprechend feiern. Aber wir müssen natürlich auch jetzt erstmal schauen, dass wir da unten rauskommen. Also müssen wir auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Danke.